Passend zum Release von Dragon Quest Builders 2 und dem Fakt, dass ich zumindest die Hauptstory von Dragon Quest 11 endlich auf der Switch durchgespielt habe, jetzt ein Random Game Fact zu einer der wahrscheinlich besten JRPG-Reihen überhaupt. Viel Spaß! Dragon Quest 8, die Reise des verwunschenen Königs, ist zumindest hier im Westen der wahrscheinlich erfolgreichste Titel der Serie und vor allem der erste, der Dragon Quest hieß. Die ersten 7 Teile der Serie kannte man tatsächlich unter dem Namen Dragon Warrior und das lag daran, dass der Begriff Dragon Quest schon von einer anderen Firma benutzt wurde. Nämlich Simulations Productions und das war eine Firma, die in den Zeiten, als Dungeons & Dragons gerade groß wurde, mit ihrem eigenen Produkt, nämlich Dragon Quest, um die Ecke kam. Die wurden dann zwar von TSR, also der Firma, die Dungeons & Dragons erfunden haben, aufgekauft, aber das Copyright blieb ja weiterhin bestehen, zumindest bis zu dem Zeitpunkt, als Dragon Quest 8 in die Läden kam. Da war das Copyright wie gesagt ausgelaufen und der Titel konnte endlich den Originaltitel aus dem japanischen Raum übernehmen. Eventuell lag es ja auch am Namen oder einfach an dem Fakt, dass der westliche Markt noch nicht bereit war für JRPGs, aber die ersten 4 Teile von Dragon Warrior verkauften sich in den Staaten überhaupt nicht. Das führte dann dazu, dass der 5. und 6. Teil der Serie bei uns gar nicht erst verkauft wurde und erst als Final Fantasy 7 komplett zum Kassenschlager wurde, wurde auch Dragon Quest bzw. damals noch Dragon Warrior 7 ebenfalls zum Erfolg. Dabei hat man doch wirklich alles probiert, um die Serie im westlichen Markt an den Mann zu bringen. Nintendo, die damals für die ersten 4 Titel verantwortlich waren, haben sich am Ende einfach gedacht, wir haben jetzt so viele Kopien von Dragon Warrior 1 übrig. Was machen wir damit? Wisst ihr was? Die verschenken wir. Jeder neue Abonnent der Nintendo Power Zeitschrift kriegt einen Dragon Warrior gratis dazu. Hat vielleicht die Verkaufszahlen vom Magazin angekurbelt, der Spielereihe hat es leider nicht geholfen. Aber wie gesagt, mittlerweile ist sie ja auch endlich bei uns angekommen. Komisch eigentlich, dass das so lange gedauert hat, wenn man mal überlegt, wer alles an dieser Reihe beteiligt war. Unter anderem Akira Toriyama. Ja, der Zeichner von Dragon Quest bzw. Dragon Warrior ist ja auch gar nicht so weit hergeholt. Und wenn man sich die Spiele jetzt mal genauer anguckt, und da muss man jetzt nicht mal wirklich genau hingucken, sieht man den Stil von Herrn Toriyama schon sehr gut. Der war nämlich verantwortlich für jeden Charakter und jedes Monster in der Spielereihe. Und bei so vielen Folgen Dragon Ball und bei so vielen Titeln Dragon Quest ist es natürlich irgendwann dazu gekommen, dass manche Designs einfach wiederverwendet wurden, wie zum Beispiel der aktuelle Protagonist aus Dragon Quest 11, der nun wirklich 1:1 aussieht wie Trunks. Mittlerweile ist aus den Firmen Enix und Squaresoft ja Square Enix geworden. Das heißt, es gibt keine Rivalität mehr zwischen Final Fantasy und Dragon Quest. Das war aber nicht immer so. Trotzdem hat es zumindest ins erste Final Fantasy und dann irgendwann später ins 12. Final Fantasy jeweils ein kleines Dragon Quest Easter Egg geschafft. In Final Fantasy 1 finden wir in der Stadt Elfheim einen Grabstein und auf dem steht der Name Erdrick. Und das war der Name des Protagonisten aus Dragon Quest. Lustigerweise nur in der amerikanischen Version, denn in der japanischen Version steht da Link. Und dann haben wir in Final Fantasy 12 noch eine der mächtigsten Waffen überhaupt, nämlich das Worm Hero Blade. Und das macht nicht nur Dragon Quest Sounds, wenn man es benutzt. Nein, wenn ihr das Teil verkaufen wollt, bekommt ihr dafür 65.535 Gil. Und das ist zufälligerweise genau die Zahl, die man an Experience Points braucht, um den Hauptprotagonisten in Dragon Quest aufs Max-Level zu bringen. Jetzt haben wir schon über die Konkurrenz von Final Fantasy und Dragon Quest gesprochen, aber ich setze noch einen drauf. Wusstet ihr nämlich, dass tatsächlich eine ganze Menge Japaner der Überzeugung sind, dass Dragon Quest eines der absoluten Kulturgüter überhaupt für ihr Land ist und dementsprechend sogar noch über Mario steht? Hier mal ein paar Beispiele, warum. Das Dragon Quest Franchise gehört zu den bestverkauftesten im Land. Dragon Quest 10 ist eines der bestlaufenden Online-Only-Games. Dragon Quest Restaurants gibt es überall und die laufen wirklich sehr, sehr gut. Und dann gibt es ja noch diesen einen urbanen Mythos, was die Verkaufstage angeht. Vielleicht habt ihr davon ja schon mal gehört, die Rede ist vom Dragon Quest Gesetz und das besagt, dass die Spiele immer nur am Wochenende released werden dürfen, um eben massivem Arbeits- und Schulschwänzen entgegenzuwirken. Aber was ist denn da jetzt dran? Tatsächlich nicht so viel, wie man denkt, denn das Gesetz als solches, das gibt's einfach gar nicht. Aber die Geschichte dahinter ist trotzdem irgendwie wahr, denn zum Release von Dragon Quest 3 sind so viele Leute nicht zur Schule oder zur Arbeit gegangen, dass die Firma Enix massive Beschwerden eben von Schulräten und von Arbeitsverbänden bekommen hat, dass sie sich selbst die Regel auferlegt haben, die Spiele eben nur noch am Wochenende rauszubringen. Das haben sie tatsächlich auch recht gut durchgehalten, denn erst 2012 mit Dragon Quest 10 war es soweit, dass ein Spiel eben nicht am Wochenende, sondern an einem Dienstag rauskam. Falls ihr euch übrigens fragt, was ist eigentlich das Maskottchen dieser gigantischen JRPG-Reihe? Kleiner Tipp, es ist keiner der Hauptcharaktere und, auch wenn der Name es vermuten lässt, ist es kein Drache. Es ist tatsächlich so unscheinbar, wie er auch wirken mag, dieser kleine Kerl hier. Richtig, der Schleim, quasi das Vieh, was euch in jedem Dragon Quest-Teil am Anfang des Spiels ans Leder will. Und den gibt's als normalen Schleim, als Heilschleim, als Blasenschleim, als Metallschleim und sogar als Königsschleim. Ihr seht, da gibt's eine ganze Menge Auswahl, aber der kleine blaue Standardschleim ist und bleibt der MVP.
Und wo wir schon bei MVPs sind, würde ich gerne mal über den Geheimboss aus Dragon Quest 6 reden und dementsprechend jetzt Achtung Spoiler für den gerade eben genannten Titel. Wer schon einmal ein Dragon Quest Spiel gespielt hat, weiß, wenn die Hauptstory vorbei ist, ist das Spiel noch nicht vorbei, denn meistens gibt's danach noch irgendwie einen geheimen Dungeon und da ist dann nochmal irgendwie so der ultimative Boss drin und wenn ihr den besiegt, kriegt ihr meistens sogar noch ein alternatives Ende und in Dragon Quest 6 ist das eben genauso. Wenn ihr irgendwann Mortamore, also den Endboss der offiziellen Story besiegt, habt ihr danach die Chance auf Nocturnus zu treffen und wenn ihr den fertig macht und der ist echt wirklich richtig krass happig, dann hat er ein kleines Geschenk für euch. Solltet ihr euch jetzt nämlich nochmal in den Kampf mit Mortamore stürzen, in den meisten Dragon Quest Spielen ist es so, dass man den Endboss immer und immer und immer wieder besiegen kann, dann kommt Nocturnus dazu und prügelt Mortamore die Scheiße aus dem Leib. Und nicht nur das, nein, ihr kriegt auch noch ein leicht verändertes Ende. Was übrigens auch nur leicht verändert wurde, war eine Funktion aus einem Dragon Quest Spiel, die es dann tatsächlich als Hardware-Komponente in eine Nintendo-Konsole geschafft hat. Und zwar handelt es sich hierbei um das Tag-Feature aus Dragon Quest 9 für den Nintendo DS und das funktioniert so. Sollte das Spiel auf eurer Konsole laufen und die ist dann im Sleep-Mode und ihr lauft an jemandem vorbei, bei dem das genauso ist, dann tauscht ihr untereinander Items und Schatzkarten aus. Na, kommt euch das irgendwie bekannt vor? Ja, das klingt verdammt wie der Street Pass für den Nintendo 3DS, denn genau der ist daraus entstanden. Und was auch aus was anderem entstanden ist, sind gewisse Dinge in Dragon Quest, nämlich aus den Vorlieben der Erschaffer. Zum einen wären da sämtliche Casinos in der Spielereihe, denn Yuji Horii ist bekennender Glücksspielfan. Und wer arbeitet in den Casinos? Leicht bekleidete Hasenmädchen. Und wie kommen die jetzt da rein? Achso, Akira Toriyama ist großer Playboy-Fan. Naja, das erklärt auch Bulmas Outfit. Und wo wir schon bei etwas pikanteren Themen sind, lasst uns doch mal über eines der größten Mysterien im Dragon Quest Universum reden, dem Puff-Puff. Der Puff-Puff ist eine Interaktion im Spiel, bei dem ihr hübsche Frauen dafür bezahlen könnt, eben genau diese Technik an euch anzuwenden. Wenn ihr wirklich die Kohle auf den Tisch legt, dann wird der Bildschirm schwarz und die Szene sehr erotisch. Der Begriff Puff-Puff ist im Japanischen onomatopoetisch und stammt vom Pafu-Pafu und das ist das Geräusch, was es macht, wenn eine Frau ihre Brüste in deinem Gesicht reibt. Aber passiert das jetzt wirklich in Dragon Quest? Die Antwort darauf ist, ich weiß es tatsächlich nicht. Außer in Dragon Quest 8, denn da sieht man zum ersten und einzigen Mal, was wirklich beim Puff-Puff abgeht. Have you ever felt a pair as warm and soft as mine? Oh, just relax and enjoy. Voilà! Scheint doch allen Beteiligten zu gefallen, also weitermachen. Und das solltet ihr auch, denn das Video ist zwar vorbei, aber hier überall gibt's auch anderen Kram zu klicken. Also, wenn ihr jetzt noch Lust und oder Langeweile habt, klickt euch durch die anderen Videos. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Can I interest you in the, how can I say? Poof, poof. It feels so good. This way. I show you a good time.